Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr gesehen habt, ich habe vor 2 Tagen mein erstes Musikvideo geuploadet. Ehrlich gesagt, hat es jetzt schon 60.000 Klicks und richtig viele Hate-Kommentare und auch viele normale Kommentare. Dann habe ich mir mal so überlegt, lese ich mal diese Hate-Kommentare vor und beantworte die alle hier per Kamera für euch, denn viele haben was nicht verstanden oder sonst was. Deswegen habe ich mir mal so gedacht, mache ich mal Hate-Kommentare vor diesem Video. Vorab will ich jetzt schon mal sagen, das Video hat wirklich sehr, 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 sehr viel Hate bekommen. Wollt ihr mal wissen, wie viel Dislikes es hatte? Ich glaube, sehr viele haben es von euch schon gesehen. Wer das Video noch nicht gesehen hat, einfach irgendeinen Link in der Bio abchecken. Dann kommt ihr direkt zum Musikvideo. Wollt ihr mal wissen, wie viel Dislikes? 4.000 Likes und 6.000 Dislikes. 6.000 Dislikes ist wirklich sehr, sehr viel. 2.000 Dislikes mehr als Likes. 60.000 Klicks deswegen, weil es so viele Dislikes hatte und sehr, sehr viele Hate-Kommentare. Ich glaube, 2.000 Kommentare einfach. Lese ich ein paar Hate-Kommentare durch und gehe ein bisschen auf die Hate-Kommentare ein. Und der Traum, denn ich hab's geschafft. Ich mach den Weg und ich schon mal meiner. 200.000 zum Laufen gebracht. Guck, 100.000 sind auch schon satt. Ich will nichts verraten, checkt einfach irgendeinen Link in der Bio ab, dann kommt ihr direkt zum Musikvideo. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal direkt an, die Hate-Kommentare vorzulesen. Der erste Kommentar lautet: Junge, wie kann man sich trauen, sowas hochzuladen, Mann? Was versucht jetzt jeder zweite Spast-Rapper zu werden, Alter? Erstmal vorab, ich habe niemals in meinem Video gesagt, dass ich mal Rapper werden will oder sonst was. Das Musikvideo sollte dazu dienen, dass ich fast meine 100.000 hab, denn im Musikvideo hört man ja 100.000 so beinahe gekackt, so als Dankeschön. Na und, auch wenn ich Rapper werden will, Alter, Digga, so, was ich meine, so, ein YouTuber kann doch mal machen, was er will, so, er will sein Talent zeigen, dann zeigt doch sein Talent, da müsst ihr doch nicht einfach haten, gönnt ihn das doch einfach oder gönnt mir das. Viele schreiben mir, was für Produzent habt ihr denn? Scheiße abgemischt oder sonst was. Eins war ja unser erstes Musikvideo. Wir haben jetzt auch mittelmäßig Geld für dieses Musikvideo reingeschickt oder für den Misch und sonst was. Wir mischen das Ganze ja nicht. Wir können das ja nicht. Wir, zum Beispiel, wir können das schneiden, aber nicht mischen. Nochmal schöne Grüße an dich, Bro, dass du die Mühe gegeben hast, das für uns zu mischen. So. Und ich frage mich nur so, mach es doch einfach besser so. Weißt du, ich meine so, das ist seine Arbeit. Er macht es so, wie er es machen will. Er hat die beste Mühe in dieses Musikvideo reingepackt. Dann ist die Sache auch schon gegessen. Ihr müsst euch immer das Beste erwarten von der ganzen Sache, denn man gibt sich in diese Sache ja sehr, sehr viel Mühe und so ohne Prinzip einfach haten. So, das wollte ich schon nochmal ansagen hier. Richtig viele, wirklich 1000 Leute von den Kommentaren haben einfach aus Prinzip gehatet. Bei jedem Musikvideo, jeder YouTuber, der ein Musikvideo hochlädt, haten die einfach aus Prinzip, was ich überhaupt 0% verstehe so. Zum Beispiel hier ist ein Kommentar: Autotune sein Vater, hahaha. Soll ich ganz ehrlich sein, ich habe euch von Anfang an gesagt, ich bin kein Rapper. Natürlich macht man da ein bisschen viel Autotune rein. Bei der Hook war ein bisschen viel Autotune drin, aber so beim Song finde ich eher weniger. Hook, meiner Meinung nach, hört sich Autotune viel krasser an, weil zum Beispiel diesen Part, lass sie reden, ja, ja, und dann war da halt Autotune drin. Natürlich als Nicht-Rapper benutzt man Autotune so. Wenn ich da mal eine normale Stimme hinklatsche, dann hört sich das ja gar keiner an. Das, was ich wirklich gar nicht verstanden habe, das hier, man versteht halt gar nichts, aber egal. So, dann denke ich mir nur so, wenn ich mir das Musikvideo so reinziehe, dann verstehe ich die Hook und auch den Text. Wir haben doch deutlich gesungen. Dann schreiben einfach alle aus Prinzip, man hört gar nichts. Wenn einer schreibt, man hört gar nichts, schreiben 1000 andere, man hört gar nichts. So, Mitläufer. Einer schreibt, das Musikvideo ist scheiße, schon schreiben alle, das Musikvideo ist scheiße. Ich denke mir nur so, ey, was ist da los? Wie gesagt, das waren jetzt ein paar Kommentare aus den ganzen Kommentaren. Ich will jetzt auch nicht mehr vorlesen. Kein Bock mehr drauf, Alter, weg damit. Hate-Kommentare sind wirklich unnötig und an alle, die gut kommentiert haben, ein Like dagelassen haben und das Video gefeiert haben, danke nochmal an euch. Love you, Team Ali. Ich wollte nochmal eine ganz kleine Sache ansprechen. Wirklich, ich habe das Musikvideo hochgeladen, auf einmal waren da schon 10 Reaktionen so. Heftig, wie einfach alle drauf reagiert haben. Ich habe mir da ein paar Stück angeguckt, weil mich interessiert auch mal so Meinungen von anderen YouTuber. Ich klicke so drauf, auf einmal direkt fangen die schon an zu beleidigen so. Wenn man drauf reagiert, dann muss man doch seine ehrliche Meinung abgeben. Man kann doch nicht einfach aus Prinzip haten an euch. Was ist los mit euch? Guck mir so das Video an. Ich denke mir so, was ist da los? Ich dachte, die reagieren drauf, sagen was gut und was schlechtes, aber die sagen hier nur was schlechtes. Ach egal, scheiß drauf, scheiß einfach auf die ganzen Hater. Und ja, das war's auch schon vom Video. Ich habe noch den ersten Link in der Bio ab, denn ich hatte vorgestern meinen ersten Auftritt in Stuttgart. Auf jeden Fall an alle, die aus Stuttgart bei den ganzen Fantreffen bzw. auf der Tour dabei waren. Schreibt mal bitte die Kommentare, wie wir da gerappt haben. Hat es euch gefallen? Ich werde natürlich auch noch in ganzen anderen Städten auftreten. Alle Städte. Geht auf den ersten Link in der Bio, da könnt ihr die ganzen Städte sehen und da werde ich meinen Song 2-mal oder so vorrappen. Natürlich werden da halt unser Rap vorrappen. Das macht wirklich richtig Spaß und danke nochmal an Stuttgart. Ich würde sagen, das war's von dem Video und Peace. Wir sehen uns beim nächsten Video.